Was für Drogen nehme ich denn? Sam. Und ich weiß bei Joan nicht, wie alt sie ist. Sie sieht aus wie 11, aber sie spricht wie 16. Geht's euch auch so? Ich weiß nicht, wie alt sie ist. Ich finde es ein bisschen komisch, dass er erst darüber redet, wie es sein wird, Anna auf der Beerdigung wiederzusehen und dann plötzlich hat er sie verpasst. Aber ich glaube, das mit dem Anna wiedersehen war im Tagebuch. Und dann haben sie ja gesagt, er hat die Zeit vertrödelt. Apropos Tagebuch. Jeder weiß, dass Nick und ich beste Freunde waren. Jeder glaubt, ich sei es ihm schuldig, hier zu sein. Seine Tochter Joan geht noch einen Schritt weiter. Sie findet, dass ich hier bleiben und den Tod ihres Vaters untersuchen sollte. Unser alter Chef, Walter, wird sicherlich auch etwas dazu zu sagen haben. Es wird mir wohl nicht gelingen, ihm aus dem Weg zu gehen. Geh in die Kneipe. Ist das für Pillen, Psychopharmaka? Ja, eventuell, weil schließlich haben wir ja ein Teufelchen. Engelchen. Wir haben ja jemanden, der mitspricht über unsere Entscheidungen. Also Sam muss ja irgendein psychisches Problem haben, dass er da jemanden im Nacken sitzen hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Also irgendwas muss ja auch passiert sein. Stand ja was, er ist ja quasi geflohen vor 2 Jahren. Aus der Stadt. Wiedervereinigung mit Joan. Ich habe Joan versprochen, mich wegen des Todes ihres Vaters umzuhören. 84% haben so entschieden. Okay, wir haben was Neues bei Sam. Dieselbe Stadt, dieselben Zweifel und Widersprüche. Sich ihnen stellen oder davor weglaufen. Diesmal entscheide ich mich anders. Die Versuchung, eine weitere unheilvolle Untersuchung anzustellen, die zu nichts als noch mehr Schmutz führen könnte, war einfach zu stark. Ich tue das für Joan, für Nick oder für mich selbst? Joan. Von allen Menschen, denen ich mit meinem fluchtartigen Verschwinden aus Bathwood wehgetan habe, ist Joan diejenige, die es am wenigsten verdient hat. Sie war nur ein Kind. Und meine Patentochter. Aber es ist nicht leicht, der einzige Freund eines einsamen Kindes zu sein. Und ich hab's vermasselt. Jetzt, da ihr Vater tot ist, wird es für sie sicher nicht einfacher. Wütend verletzt, starrsinnig, schwer zu glauben, dass ausgerechnet Joan es war, die mir den Spitznamen Muli gegeben hat. Nicht, dass ich nach einer Ausrede suche. Sie ist noch ein Kind und ich habe ihr ein Versprechen gegeben, dass ihr das Herz brechen wird. Egal, ob ich es halte oder nicht. Was, wenn sie recht hat, was den Tod ihres Vaters angeht? Was wird das mit ihr machen? Und was, wenn ich ihr die Antworten, die sie sucht, nicht geben kann? Okay, wir gucken uns hier erstmal um. Ihr Wagen ist älter als ihre Tochter. Seems Kathy's been keeping this running 100,000 miles past its prime. I hope she's not running short on money. Wenn man das Gefühl bekommen könnte, wir drücken uns davor, in die Kneipe zu gehen. Warum ist hier die Polizei? Warum können wir nicht schneller laufen? Hintertür der Kneipe. Sollten wir da reingehen, um dem Typi da nicht zu begegnen? Oder ist das dieser Walter? Bathwood Polizeiwagen. Die Polizei hat schon bessere Tage gesehen. Some of the police force stopped by. Which means most of the police force stopped by. Might as well talk to Walter. Ah, wir können schneller laufen. Schild Coal Miners Haven. Hier muss alles auf die Mine anspielen. Same old town, same old bar. The more things change. Ich bin ja schon versucht, bei der Hintertür jetzt zu gucken. Yes, the cat food is under the sink. Yes, yes it is, mother. Trust me. Oh, Samuel is here. I'll call you back.
Samuel Higgs, as I live and breathe, has it really been over 2 years? Regardless, I'm so glad you finally made it. It's good to see you. What kept you? A trip down memory lane. I missed the funeral, but I made it to Nick's wake. You have to bring it in for a hug. It's a Basswood back-in-town requirement. So good to see you, even if I wish the circumstances were different. In times like these, we need the comforting touch of others. Hey, das Spiel entscheidet selber. Also, have you spoken to Anna lately? No, why? No reason. If you get the chance, we should catch up. We should really catch up. I'll see you inside. Walter Dodson, mein alter Chef bei der Zeitung. Ich würde sagen, dass er mir alles beigebracht hat, was ich weiß. Aber wenn man sich meine Errungenschaften so ansieht, ist das alles andere als ein Kompliment. Ich hielt Walter immer für einen anständigen Menschen. Ein seltenes Exemplar, das wirklich daran glaubt, dass es seine Aufgabe ist, der Gemeinschaft zu dienen. Den alten Witzbold wiederzusehen, war netter als erwartet. Würde der Typ dann Sam nicht eher ermuntern, Nachforschungen anzustellen, statt ihn davon abzuhalten, wenn es sein Spürsinn wäre? Ist der Kerl nicht ein Zeitungsfuzzi? Der Typ im Hintergrund könnte auch seine Wachsamkeit oder sein journalistischer Spürsinn sein. Ich glaube, also ich hoffe, wir finden das noch raus. Hier ist ja noch mehr zum Angucken. Was das mit diesem Typi da auf sich hat? Dass einfach unser Gewissen ist oder ob da mehr dahinter steckt. Jones Fahrrad, schon ziemlich mitgenommen. Sie radelt immer noch gern. That smile she had when I gave it to her. She could barely get on it back then. Anzeige für ein Footballspiel. Wenigstens hat Basswood noch immer seine Pathfinder. One of Nick's favorite matchups. Might be the first game he'll miss. Geh gern durch die Hintertür. Wenn ich hinten reingehe, werden die Leute komisch gucken. Ethan keeps a spare key around, but I should use the front. Okay, wir hätten vorhin schon gucken können hier. Wir haben da drüben die Autos noch nicht angeguckt. Vielleicht ist da noch irgendwas. Terra. Wie es aussieht, ist fast die ganze Belegschaft des Basswood Jungle anwesend. Whoever said you can judge someone by their car never met Terra. Basswood Jungle? Was ist das? Okay. Wir gehen mal in die Kneipe. Ugh, I'm not ready for this. Doch. Here we go. Also ich sehe bei dem Ladezeichen immer zwei Ks und nicht zwei Ms. Seltsam. Mr. Samuel Higgs, Big Shot Investigative Reporter. Didn't think you'd ever be back in here. I'd gladly slash your tires, but that means you couldn't leave town. And you are leaving town right after this, right? As if you aren't. Well, Nick's memory only goes so far. That's what I thought. Come on, it ain't worth it. Making friends already, I see. Declan, been a while. Hey, careful. I'd rather not be working tonight. And you always seem to angry up everyone's blood.
I'm only here to pay my respects to Nick. Nothing more, nothing less. Yeah. Shame that. You watch yourself. I think it's time I go put up a photo at the memorial board. That's what people do, right? Okay, wir haben nicht nur Feinde hier. Wir haben auch Leute, die es, glaube ich, gut mit uns meinen. Joel und Declan, aber glaube ich nicht. Joel Lopez. Als die Mine stillgelegt wurde, haben alle Bergleute in Basswood ihre Arbeit verloren. Ich sollte sie ganz sicher nicht provozieren. Habe ich zu verantworten, dass die Mine stillgelegt wurde? Declan Stevenson. Achso, Declan ist ja der Polizist. Declan ist der örtliche Gesetzeshüter. Ich erinnere mich noch vage aus der Schulzeit an ihn. Er geriet oft in Schlägereien, meist um kleinere Kinder zu beschützen. Niemand war überrascht, dass er Polizist wurde. Also Joel ist nicht unser Freund. Nur 40% haben den Stunk ignoriert. Holzschnitzerei, vermutlich von Ethans Schwester angefertigt, angesenkt, damit es wie Kohle aussieht. It's supposedly the spirit of coal. Doesn't really belong here anymore. Hintertür. Ich kann rein theoretisch durch die Hintertür vielleicht raus, falls hier noch was passiert. Declan lacks subtlety, but he loves this town like no one else. You always did know how to start a ruckus. Can't say I missed that. You always did know how to start a ruckus. Can't say I missed that. Old timers in general already don't like me, and the article just made it worse. Was passiert denn, wenn wir jetzt mit denen reden wollen? Hey Sam, why don't you drink to Nick on the other side of the bar? Okay. Ich dachte, da passiert irgendwie was Schlimmeres. Sitzeckentisch. Wurde schon seit Jahrzehnten nicht ersetzt. That's where Nick and I sat, every time he dragged me out for drinks after work. Sammy, oh, it's been ages. Tara? Oh, me? I've had this stomach thing lately, always churning. And this thing with Nick, his car went up like a Sunday ham. He burned alive, you know. Have you met Hugh? He took over the old pharmacy just after you left. No. The infamous Sam. I've read that article you wrote on the mine. You must have put in a lot of legwork on that. It took reading thousands of public records, but a pattern emerged of willful negligence. You are a bulldog. A dangerous man to anyone using power to exploit others. That's nice of you to say. Oh, don't hesitate to drop by the pharmacy sometime. Oh, and Sam, you... But for now, I have a feeling you're not here for us. Oh, right. Don't be a stranger, Sam. Die Dame fährt also die fette Karre. Ja, das ist Tara. Aber cool, ich habe eine neue Redeart, eine Redewendung kennengelernt. Don't be a stranger. Lass dich mal sehen. Sheriff Mitchell. Bess always had a soft spot for Nick. I think she liked his work ethic. Pretty courageous of him to try his luck in Basswood, given the state of things. Okay. That's the guy who got the mine closed. I can't believe he showed up after what happened. Redet noch lauter. Ich nehme euch stehe. So, wir haben noch mehr Leute kennengelernt. Tara Petersdorf. Petersdorf.
Tara, die Bürokauffrau beim Basswood Jungle, ist die sprichwörtliche verschrobene Kollegin. Sie mag alles und jeden. Dinosaurier, schnulzige Liebesromane, Bibelfernsehen, Verschwörungstheorien, Reiskekse, ungewöhnliche Straßennamen. Was auch immer es ist, sie kann stundenlang darüber reden. Das ist doch sympathisch. Vielleicht weiß sie auch mehr, als wir denken. Weil wir wissen ja noch nicht so viel, außer dass Nick in seinem Auto verbrannt ist. Mach's gut, Nina. Viel Spaß im Lurk oder bei was auch immer du noch tust. Tschüssi. Vielleicht bis dann. So, und Hugh Kirkland. Hugh ist neu in der Stadt, aber wie es aussieht, versteht er es, sich einzubringen. Andererseits ist es Teil seines Berufes als Apotheker, sich einzubringen. Aber es ist trotzdem anständig von ihm, dass er zu Nicks Leichenschmaus gekommen ist. Wenn ich jemanden aber nicht wirklich gut kenne, gehe ich doch nicht zu seinem Leichenschmaus. I didn't know you read Dickens, Ethan. He's owned this bar for almost a decade and still can't afford another employee. Not really. You just quoted him a couple of times and I thought it sounded good. Mit der kann das nicht stimmen. Wer schaut denn bitte freiwillig Bibelfernsehen? Then you should read Great Expectations. It's a masterpiece, plain and simple. Viel Spaß bei DBD. Du Fisch am Haken, Nina. Viel Spaß. Walter can be overwhelming at times, but he means well. So, I had to throw them all out on their ear, and only then did I realize... Ah, Samuel, my favorite ex-muckracker. Join us, join us. How was the funeral? Wasn't there. Setting up for this. Everyone came, most of the town, it felt like. A sea of sad, wet eyes. I gave the eulogy. Felt hollow. So hollow. He worked for me for years. For years, my best reporter. What do you even say about him? Er war tüchtig. Remember that article? Something about stoplights? No one cared, but he did. Months of effort. Yield signs. He approached each story with his pen like a knight wielding a sword. It's the small things. Like he always kept his window down. Said cars made him claustrophobic. That's how he stays with us. The little details. I remember the bar bets about that safe spot in Pac-Man. He got me one night. Yeah, got me once too. Can't believe it's real. Enough about Nicholas, enough. Tell me, how have you been, Sam? How have you really been? Got a new start and new perspectives. I'm helping my mother with her garden. I've been volunteering. Terrific to hear, my boy. Terrific to hear. Well, I think I've taken enough of your gent's time. Go, mingle, circulate. But you must join us for an actual round later. You must. Fällt gar nicht auf. Can I ask you something? Questions are the fountainhead of knowledge. Nick's crash. Was there anything suspicious about it? I asked myself the same thing. The very same thing. It did seem odd. Young Nicholas, a careful man in all things, including driving. I looked into it myself, you know what I found? What? A tragic accident with nothing amiss. I am both relieved and saddened to say. Ah. Life is rarely like a crime thriller, and while I don't mind you asking, some might find it a distasteful conversation at a man's memorial. Especially from you. I'll, keep that in mind. See that you do, my boy. See that you do. Hey. Gut zu wissen aber, dass Walter es auch seltsam findet mit dem Unfall. I've never known Tara to not take over a conversation. So tragic, what happened to Nick. The details are horrible. They think he didn't die on impact. Instead, he roasted to death. Not enough to damage the bones, but, you know, not a pretty sight. Unless you're into that kind of thing, of course. I didn't mean to be rude, Sam.
warst schon ein bisschen... Well, you were, Tara. You can't talk about Nick like that. What did I say? It was only the truth. Poor, poor Sam. Now that Nick is gone, everyone in town hates you. I mean, I don't. Why would I? It's not my job you destroyed. You're not the cause of all my problems. I mean, that's what you did for pretty much all of Basswood, but not to me. Oh, die Kontinue ist creepy. I don't need you. Thanks for the confidence booster, Tara. I'll see you around. Sah jetzt schon ein bisschen gruselig aus, wie sie mich angeschaut hat. Wir sollten vielleicht... Declan lacks subtlety, but he loves this town like no one else. Nicht über Details jetzt sprechen, oder? Er ist von der Polizei. So, Sam, how's life been treating you? Could be better. My best friend just died. No need to snap at me, Sam. I ain't the enemy here. And your allies are in short supply, so be careful what you say. You staying in town long? Not really. Why? You think I'm gonna disturb the peace or something? Wouldn't be your first time. Warum ist der jetzt so schnippisch? Ich hab doch nur gesagt, es könnte mir besser gehen, mein bester Freund ist gerade gestorben. Das hasse ich an diesen Spielen. Da steht was, dann möchtest du das sagen, aber das wird im Spiel ganz anders gesagt, als du denkst. You'd think a kid at a bar would stand out more. Everyone here seemed to really like my dad. Of course they did, Bug. Everyone's nice in that creepy way. It's weird. Even Anna's weird. Wir haben Anna noch gar nicht gesehen. People don't really know what to say, but they genuinely liked your dad. So even if they're weird and clumsy, it comes from a good place. Now you sound all weird and clumsy. Don't I always? Do you ever just watch people? It's pretty much all I do. Me too. But I don't always like what I see. Vielleicht ist das Bier alle. Das war gerade so, hä? Das wollte ich doch gar nicht bezwecken. Er soll sich mal lieber darum kümmern, dass eine Minderjährige in der Bar ist. Wo ist die Mutter? Ich weiß nicht, ob die Mutter... Nee, das ist die Mutter von Nick wahrscheinlich. Aber die Mutter von Joan, ich weiß nicht, wo die ist. Dartpfeile. Die Verteilung der Löcher zeugt von starker Alkoholisierung der Durchschnittsspieler. Some people can play this game drunk. Anna was best at 3 beers. Ich würde so werfen, auch wenn ich nichts getrunken habe. So, mit den beiden können wir nicht reden, die kennen wir nicht. Billardtisch. Das leicht kürzere Bein an der Rückseite verschafft Stammgästen einen Vorteil. Jetzt können wir noch mit Kathy reden, aber dann haben wir die Jukebox hatten wir auch noch nicht, ne? Spielautomat. Nick hielt immer den Highscore. Nick and I spent so much money on this machine. Gedankenpalast. Can't believe this whole thing's still working. Okay. Uah. Ein bisschen erschrocken.
The kids and I've been busy, and we got a little something for you that's gonna make you smile all day. Daddy, 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 daddy. But when the lights are out, it's time for me to show you. Sit yourself down. Now you should know how much. Daddy, Daddy. Hey, Daddy. Oh, Schlagzeug. Das haben wir auch noch nicht angeguckt. Wird von Garagenbands verwendet. Ethan versucht, die lokale Szene zu unterstützen. Wenn wir nochmal Ethan. Oh, hier sind neue Leute dabei. Ach, der Barkeeper. Ethan Morrow. Ein Kleinstadtwirt, der mehr zuhört, als dass er redet. Ethans Kneipe muss das einzig gut gehende Geschäft in Basswood sein. Bei Walter weiß man genau, woran man ist. Seine Trauer um Nick ist aufrichtig. Also Walter ist uns noch wohlgesonnen. Tara hat absolut keinen Filter. Sie wäre eine schreckliche Spionin oder Serienmörderin. Oder vielleicht eine ausgezeichnete. Die war gerade ein bisschen komisch. Und Declan auch. Also wir sprechen mal mit Kathy.